Ja, meine Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Ausgabe unseres täglichen Formats Daily Dose Runes of Magic. Heute dann mit der angekündigten Adventskalender-Öffne-Folge, so ungefähr, ne? Wir schauen uns mal kurz an. Hier täglicher Treuebonus. Wir öffnen unser drittes Kläppchen vom Adventskalender. Jo, die Glücksfee hat entschieden, hole meinen Gewinn in den Sendungen ab. Was werde ich machen? Mein Itemdepot. Hier ist es anscheinend noch nicht aufgetaucht. Warum auch immer. Ich weiß nicht, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das hier angezeigt wird. Na gut, egal. Wir gucken erstmal ganz kurz. Was gibt es denn heute überhaupt noch so anderes im Angebot im Itemshop? Oh, Haus. Hier kann man sich leider nichts zu anschauen, aber oh, diese Häuser, die liebe ich eigentlich. Das war übrigens eines der Features, die ich an EverQuest 2 damals geliebt habe und was dann für mich mit ein Grund war, hier zu Runes of Magic auch zu wechseln, beziehungsweise Runes of Magic wieder anzufangen. Ich habe ja zwischendurch noch andere MMOs gespielt. Und EverQuest war zu der Anfangszeit halt noch, ja, Abo-Game, was dann für mich leider nicht möglich war umzusetzen. Also zu spielen und zu finanzieren und so weiter. Ne? Und ja, daher Runes of Magic, dort konnte ich dann auch endlich mein eigenes Haus wieder haben und endlich das eigene Haus einrichten und so weiter und so fort. Das war mir ganz, ganz wichtig gewesen. So, ich möchte jetzt mal wissen, wann kommt unser Advents. Da ist es. Ein Lieblingsgericht und ein Engelseufzer. Sehr schön. Holen wir uns natürlich beides ab. Schauen wir uns auch mal dann an, was denn das Lieblingsgericht nochmal ist. Moment, wo ist. Da ist es hin. Okay. Lieblingsgericht. Das Gericht mit besonders viel Liebe und nach dem Geschmack eures Begleiters zubereitet. Und achso, 10 Loyalität. Okay, sehr gut. Das ist auch wichtig. Und Engelsseufzer. Sehr schön. Die könnten wir vielleicht später mal gebrauchen. Ja, was machen wir denn noch? Ich habe jetzt ein paar Minuten Zeit. Wir können ja nochmal so zwei, drei Käferchen umklopsen. Ne? So, wir sollten vielleicht auch einen Eichengeist dazu holen. Moin, wir wurden gerade angeschrieben von einem oder einer Toxiker. Wer auch immer das ist, werden wir sehen. Jo. Ist das ein Zuschauer? Keine Ahnung, werden wir sehen. Ich bin gespannt. Dann wird diese Daily-Dose vielleicht doch ein, zwei, drei Minütchen länger, weil ich möchte in das Gespräch. Okay, der oder diejenige mag meine Videos. Sehr schön. Ich finde das immer toll. Das ist einer der Gründe, weshalb ich auch gerne MMOs spiele. Einfach weil dann halt im Endeffekt auf eine oder die eine oder andere Weise halt man der in der gleichen Welt sich befindet wie die Zuschauer, ne? Auch wenn wir vielleicht. Habe mich durch Zufall in einem deiner Videos im WC gesehen. Haha. Und du siehst dich in einem Video. In der Aufnahme als Whisper. Freut ihn bestimmt auch. Bin ich mir relativ sicher. Also ich grüße dich auch nochmal hier im Video. Hallo Toxiker. Haha, geil, ich komme dich mal besuchen. Meinst jetzt in der Aufnahme wollte heute eigentlich nicht lange machen, muss es ja noch hochladen. So, er antwortet mit sicher drauf. Okay, ja, ne? Kriegen wir einen kleinen Besuch in der Aufnahme? Wer oder was ist das denn überhaupt? Schenke dir nur eben was. Oh nein. Eieieiei. Wieso wollen immer alle. Ich will das. Ach, okay, ich sag schon nichts mehr. Ich sag schon nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ihr die Sache im EverQuest-Livestreamer mitbekommen habt. Dort hat mir auch jemand einfach mal, ja, ein gutes Stückchen was geschenkt.
Naja, so, wir haben jetzt auch nebenbei eine Quest abgeschlossen, die können wir auch schon mal weggeben, bringen gehen. Also, keine Ahnung. Aber ich bin natürlich selbstverständlich dankbar dafür. Also, ich möchte jetzt nicht undankbar wirken, es ist definitiv so, ich bin dankbar dafür, nur. Ja, ich habe da manchmal so ein. Wie nennt man das so nochmal? Einen gewissen. Moment, machen das mal erstmal so hier. Ja, Handelsabfrage können wir nebenbei machen. Mal so viel kann ich ja als Dankeschön kleines machen, so ein bisschen Anerkennung zollen. Eieieiei. Das ist ja vollkommen übertrieben. So. Dem. Ach du heilige Sch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben jetzt mal eben als Level 9er 6900 Lebenspunkte. So viel haben viele damals, mit denen ich gespielt habe, auf Level 60 nicht gehabt. Das will ich mir jetzt mal festhalten, ne? Auf Level 60. Da hatten wir nämlich. Damals mussten wir kämpfen, dass wir alle sozusagen HDÜ-ready bekommen. Und ja, HDÜ haben wir so als Daumenwert immer gehabt, 10.000 Lebenspunkte und das ist das Minimum. Alles drunter stirbt halt bei jedem Husten der Gegner um. Also kippt sofort um. Den werde ich haben. Vielen lieben Dank nochmal. Ich rufe mir den auch nochmal an. Ach du Scheiße, diese Nonnen. Diese LP-Nonnen. Ah, nee, nicht Non-Stats, diese doppelten LP-Stats. Geschick-LP, Ausdauer-LP und nochmal Ausdauer-LP. Wir haben jetzt schon 500 Ausdauer, aber vor allem diese drei dicken LP-Stats. Ach du heilige Scheiße. Ja, hat mal jetzt ein ganz spontanes Highlight in dieser Folge. Ich würde sagen, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns dann morgen wieder für die nächste Ausgabe. Ich glaube, das war ein deutlich besseres Adventskalendergeschenk als das, was wir im Adventskalender hatten. Aber das lassen wir jetzt dann mal so stehen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.